Wir schaffen das. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und wir müssen uns nur immer wieder fragen, was heißt das? Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Dann ist doch die Aufgabe einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft. Und dann kann man das auch schaffen. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel. Und stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt alle miteinander erklären, wir schaffen es nicht. Und dann? Den Plan kann ich ja nur geben, wenn ich einen habe. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Ich habe einen Plan, aber dieser Plan hängt ja nicht von mir alleine ab. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Aber es hat ja keinen Sinn, etwas zu versprechen, was ich nicht halten kann. Es liegt überhaupt in der Macht keines Menschen aus Deutschland, wie viele zu uns kommen. Und dann sage ich einfach, die Aufgabe muss gelöst werden. Genau, warten wir ab. Ich glaube, wir sollten wirklich die Erklärung so suchen, wie sie der Realität entsprechen, um dann dort auch ansetzen zu können und das Richtige zu tun. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ist richtig. Ich weiß es auch nicht. Ich habe mich entschieden, keine falschen Versprechungen zu machen. Und trotzdem ist meine ganz spezifische Aufgabe, dafür bin ich Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, dieses Problem zu lösen. Und da muss ich meinen Weg auch gehen. Ich habe die Zuversicht und ich habe den Optimismus, dass das geschafft werden kann. Ich bin bereit, für diese Frage so hart zu arbeiten, wie ich es nur kann. Na, ich kann mir ja nicht jede Antwort auf jede Frage vorher überlegen, weil ich die Fragen ja gar nicht kenne. Und dafür werde ich mich jedenfalls mit ganzer Kraft einsetzen, dass man da geordnete, vernünftige Verhältnisse hinbekommt. Nein, Multikulti halte ich auch für eine Lebenslüge. Wir können auch außergewöhnliche Situationen schaffen, wenn es etwas ist, was uns die Globalisierung bringt. Ich habe mich getroffen mit allen Nichtregierungsorganisationen. Ihr habt hier keine Bleibeperspektive. Natürlich nehme ich mich verantwortungsvoll. Wir haben uns ja auch noch nicht entschieden. Aber jetzt sage ich Folgendes. Ich bin überhaupt nicht erpressbar. Das gehört zum normalen politischen Geschäft. Denn dann kann ich darin nichts Verwerfliches sehen, sondern es ist meine verdammte Pflicht, darüber zu sprechen in der Situation, die wir im Augenblick sind. Was übrig bleibt, können wir, dann möglichst viele Menschen in Deutschland. Also das werden wir schaffen. Es geht voran. Mein Land, zu dem gehört all das. Und das habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass wir das nicht hinkriegen. Es geht voran.